Und weiter geht's mit Camaro 14. Fortunately, the vehicle drivers are trained to stay on the road to success under extreme circumstances, such as not being on a road while being bombarded with testing apparatus. Okay. Ich würde sagen, wir lassen sie einfach mal fahren und schauen erstmal, was wir machen müssen. Dispensing Product. Oh. Resting. Hey. Das ist doch ein bisschen trickier, als ich mir das vorgestellt habe. Weil wir haben einen Haufen Portale. Und ich sehe schon, wir sollen eigentlich darüber. Das heißt, das hier muss schon mal alles zu Straße geändert werden. Aber das sollte an und für sich kein Problem sein. Schauen wir gleich mal, ob das... Ups, den habe ich nicht ganz getroffen. Gut, schauen wir gleich mal, was da passiert. Der fliegt dann rüber. Okay, und dadurch sind dann die Strahlen weg. Mhm. Das heißt, wir müssen dann dafür sorgen, dass sie hier unten logischerweise weiterkommen. Irgendwie so. Die können wir ganz einfach von der Decke hängen lassen, hätte ich gesagt. Da brauchen wir jetzt kein großes Tararam. Genau. Die machen wir mit Dreiecken. Perfekt. Einmal darüber. Zack, zack. Ups, nein, 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 nein. Genau. Dann kommen die beim Gelben raus und jetzt müssen wir schauen, was dann beim Gelben passiert. Und ich glaube, wir haben aus Versehen da eine Wand eingezogen. Aber ich glaube, im Grundsätzlichen können wir sagen, wir bauen hier einfach sowas her. Aber wir müssen natürlich aufpassen wegen dem Ding da oben. Vielleicht können wir den sogar weglassen. Und das nur so bauen. Wobei, das schaut jetzt schon sehr instabil aus. Das heißt, wir bauen da gleich nochmal ein bisschen weiter. Einmal so her. So her. Und so her. Und dann sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Schauen wir mal. Ah, da bin ich ganz gute Dinge eigentlich. Der Würfel kommt drüber. Nur unser Fahrzeug ist noch ein bisschen verhungert. Das müssen wir dann logischerweise noch ein bisschen anpassen. Irgendwie so hätte ich gesagt. Vielleicht können wir sogar das hier aufhängen. Ich meine, why not? Das läuft. Aber der kommt so blöd nach unten. Der kommt richtig blöd nach unten geschossen. Schauen wir uns nochmal an, wie rum dass er da angekommen ist. Welche Seite denn zuerst darunter fliegt? Okay, es kommt schon die Seite runter. Aber das heißt, wir müssen hier das, glaube ich, ein bisschen anders angehen. Wir müssen da wirklich, glaube ich, noch steiler werden. So, glaube ich, ist eigentlich dafür das Optimale. Genau. Das dann soweit damit. Jetzt ist bloß die Frage, ob wir den da auch so supporten können. Weil der obere, der steht jetzt einfach nur da. Sobald da irgendeine Bewegung, dann wird der wegklappen. Mhm.
Und das ist natürlich auch ein Problem. Das darf nicht sein. Das heißt, es muss irgendwie so klappen. Ja. An und für sich hätte das schon geklappt, aber der hier hat zu wenig Support. Aber wenn wir den hier nochmal ein bisschen mehr supporten, dann sollte das eigentlich gehen. Das klappt. Malfunctioning. Der ist jetzt auch schön durchgefroren, wobei der da auch schon wieder einbricht. Aber das passt. Wir probieren das hier gleich nochmal ein bisschen zu versteifen. Indem wir den so bauen. Genau, und jetzt können wir auch den Conversion durchschicken. Und schauen, ob er das aushält. Critical Error. Okay, das schaut sehr zuversichtlich aus, oder bin ich sehr zuversichtlich, dass das alles klappt hier. Perfekt. Leute, die Kammer haben wir auf jeden Fall besser gelöst. Nice.